Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stream und hier im Raum. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum ersten Panel unseres zweiten Konferenztages. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat diese Konferenz in den vergangenen 2 Jahren im Jüdischen Museum Berlin stattgefunden. Der Ortswechsel in diesem Jahr bildet für uns den Anlass, um nunmehr einen inhaltlichen Blick auf die Bedeutung der Digitalisierung für Museen, Archive und Bibliotheken mit jüdischem Kulturgut zu werfen. Leider muss ich Ihnen zunächst eine Enttäuschung unterbreiten. Dr. Chaim Gärtner, der Direktor der Archive von Yad Vashem, wird dieses Panel nicht eröffnen. Er wäre sehr gerne zu dieser Konferenz angereist und hat bis zuletzt versucht, seine Teilnahme zu ermöglichen, musste dann aber kurzfristig absagen, weil eine sehr dringende Angelegenheit des Hauses seine Anwesenheit in Jerusalem unumgänglich gemacht hat. Unser Panel wird sich deshalb nun ausschließlich mit jüdischem Kulturgut und nicht mit den materiellen Zeugnissen von den ermordeten Juden Europas beschäftigen. Dieses Kulturgut aber ist von den Folgen der nationalsozialistischen Herrschaft ebenso gezeichnet wie das, was von den Ermordeten blieb. Denn in den Jahren 1933 bis 1945 wurde das jüdische Hab und Gut in den von den Nationalsozialisten eroberten Ländern systematisch geraubt und zerstört. Die rituellen Gegenstände, Bücher, Schriften, Gemälde, Gebrauchsgüter und Fotografien, die Juden und jüdischen Einrichtungen in Europa entwendet wurden, befinden sich heute in der Regel nicht mehr im Besitz der Nachkommen und rechtlichen Nachfahren. Die Fragmente dessen, was bewahrt werden konnte, sind heute weltweit zerstreut und ihre Digitalisierung birgt die Möglichkeit, sie erneut zusammenzutragen. Der Zugang zum jüdischen Kulturgut in digitaler Form aber birgt vor diesem Hintergrund zugleich auch ganz eigene politische wie ethische Fragen und Probleme. In dem nun folgenden Panel werden wir beleuchten, wie bedeutende Einrichtungen in Deutschland, Osteuropa und den USA den Zugang zu den Fragmenten jüdischen Kulturguts gestalten, die sie bewahren und welche Chancen ihnen die Digitalisierung in diesem Zusammenhang eröffnet. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf die ethischen Überlegungen gelegt werden, die den verschiedenen Online-Strategien zugrunde liegen. Den Ausgangspunkt bildet das Judaica-Portal der Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, das so wertvolle Werke wie etwa die handschriftlichen Memoiren Glickel van Hamelns und die jiddischen Drucke Shalom Alechems, wie auch die wichtigsten jüdischen Zeitungen und Zeitschriften des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts online zugänglich macht. Anschließend erhalten wir einen Einblick in das vor genau 2 Jahren gelaunchte Online-Archiv des Leo Baeck-Instituts, einer der renommiertesten Institutionen für deutsch-jüdisches Schriftgut, das 1955 von bekannten deutsch-jüdischen Emigranten wie Hannah Arendt, Martin Buber und Robert Welsch gegründet wurde. Anschließend erfahren wir dann von einer ganz anders gearteten Strategie, nämlich von einem vor 6 Jahren gelaunchten Online-Portal, mit dessen Hilfe das Jüdische Museum Warschau noch vor seiner Eröffnung begann, das Kulturgut der polnischen Juden mit digitalen Mitteln zu sammeln. Bevor ich Ihnen die 3 Referentinnen und Referenten des Panels vorstelle, möchte ich noch 2 Bemerkungen zu dessen Ablauf machen. Wir beginnen mit 2 deutschsprachigen Präsentationen und werden dann ins Englische wechseln. Und im Englischen wird auch die anschließende Roundtable-Discussion stattfinden. Wir haben aber eine Flüsterübersetzerin, das heißt, wenn Sie Fragen in Deutsch stellen wollen, ist das kein Problem, wir übertragen es dann ins Englische. Ich möchte Sie bitten, Ihre Fragen an die Referentin sich ein wenig aufzubewahren und dann am Ende in diese Diskussion einzubringen. Dr. Rachel Heuberger, die dieses Panel eröffnen wird, leitet die Hebraika- und Judaika-Abteilung der Universitätsbibliothek der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie ist Lehrbeauftragte am dortigen Seminar für Judaistik und hat zahlreiche Werke zur modernen deutsch-jüdischen Geschichte, zum hebräischen Buchdruck und zur Rolle der Frau im orthodoxen Judentum veröffentlicht. Rachel Heuberger war die Koordinatorin von Judaica Europeana und fungiert heute als Vorsitzende des Europeana Judaica Konsortiums. Sie hat die Digitalisierung der historischen Hebraika- und Judaika-Bestände der Universitätsbibliothek initiiert und verantwortet das Online-Portal Digitale Sammlung Judaika, das sie uns gleich näher vorstellen wird. Mein geschätzter Kollege Aubrey Pomerantz,
den Sie anschließend kennenlernen werden, leitet seit 2001 das Archiv des Jüdischen Museums Berlin und die dortigen Dependancen des Leo Baeck-Instituts und der Wiener Library. Er war zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Judaistik der FU Berlin und am Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte und hat zur deutsch-jüdischen Gedenkkultur, zu jüdischen Lebenswegen in der NS-Zeit, zu jüdischen Fotografen in Berlin sowie zur Archivpädagogik publiziert. Und diese Archivpädagogik praktizierte auch in neuartigen Zeitzeugen-Workshops im Jüdischen Museum Berlin. Die dritte Referentin, Sophia Sochanska, hat den weitesten Weg zurückgelegt und wird unser Panel um eine osteuropäische Perspektive erweitern, die unter ganz anderen historischen wie politischen Bedingungen entstanden ist. Sie ist Redakteurin für fremdsprachliche Geschichtspublikationen in der Abteilung für digitale Sammlungen am Polin Museum of the History of Polish Jews, das vor 2 Wochen seine Dauerausstellung eröffnet hat. Sophia Sochanska verfasst gerade ihren PhD in Jewish Studies am University College London und war zuvor 8 Jahre als Bibliothekarin an der Leopold Mall Memory Library der University of Oxford tätig. Sie wird uns abschließend das umfangreiche Portal Virtual Städtel vorstellen. Ich wünsche Ihnen und uns nun anregende 90 Minuten. Vielen Dank.